Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal die leichte Variante des Gifkato Friends. Für diesen Gifkato Friends braucht ihr einen Kollegen, der das Auto habt, was ihr von ihm haben wollt. Ihr braucht ein MOC und in dem MOC muss das Fahrzeug drinstehen, was ihr so gesehen dann austauschen wollt. Und ja, würde ich sagen, labern wir nicht zu viel, sondern kommen auch jetzt direkt schon zum Video. Und ja, Leute, jetzt macht ihr folgendes: Jetzt holt ihr das Auto aus eurem MOC raus, was euch nicht mehr wichtig ist, was verschwinden kann und zu dem Auto wird, was euer Freund hat. Jetzt muss euer Freund bei euch in das Auto einsteigen und jetzt seht ihr auch oben rechts eingeblendet, was euer Freund machen muss. Dann euer Freund muss jetzt hingehen und muss in das Optionsmenü gehen und davor bei euch einsteigen. Dann geht er mit dem Cursor auf PlayStation Store und jetzt fahrt ihr an das Parkhaus ran. Und jetzt zählt ihr runter und bei 1 muss euer Freund einfach X drücken für das PlayStation Store. So, das heißt 3, 2, 1. So, und dann werdet ihr jetzt reingezogen. Jetzt seht ihr auch oben rechts im Freund, dass er so gesehen ja noch im Shortcuts-Menü drin ist. Jetzt müsst ihr einfach mit dem Auto hier rausfahren. Und sobald ihr rausgefahren seid, muss jetzt euer Freund, der oben rechts eingeblendet ist, einfach rausgehen. Da muss er einer Person joinen, die in einem anderen Zielmodus ist als ihr selber. Dann, wenn er eine Person gefunden hat und die Black, also die schwarze Meldung hat, drückt er Doppel-PSN-Taste, joint der Person nochmal und wenn sie, wie in meinem Fall, der einen anderen Zielmodus hat und diese Meldung kommt, lehnt ihr diese einfach ab. Ja. So, wir warten jetzt noch kurz. So, und wenn er dann wieder halt euer Freund hier ist, steigt er sofort in euer Auto ein. Und jetzt fahrt ihr hinten an den MOC ran. Sobald ihr reingefahren seid, fahrt das nach rechts drücken. Jetzt müsst ihr die gefreeze sein. Und jetzt muss euer Freund also auf sein Handy gehen. Schneller Job, Aktivität, Arm drücken, Freund in Sitzung und sicher drücken. Dann kriegt er eine Fehlermeldung und dann macht er das gleiche einfach nochmal. Das heißt, er geht auf halt schneller Job, Aktivität, Arm drücken, bist du sicher und Freundin Sitzung. Und jetzt, wenn ihr das gemacht habt, wartet ihr unten links einfach auf die Meldung, dass ihr eingeladen wurdet. Da, wenn diese Meldung kommt, müsst ihr jetzt eurem Freund einmal nachjoinen, mit dem ihr das macht, damit ihr die schwarze Meldung habt. Wenn ihr dann jetzt in der schwarzen Meldung seid, muss jetzt euer Freund einfach raus aus dem Job gehen. Das heißt, er öffnet sein Handy, geht einmal auf Aktiv, also auf schneller Job. Dann ist auch der Job schon beendet. Jetzt müsst ihr hier einmal X drücken, dann werdet ihr in die Luft gezogen. Dann wartet ihr kurz, bis das Buffen aufhört. Wenn es aufgehört hat, drückt ihr nochmal X. Und jetzt seht ihr auch schon, dass ihr wieder in dem Auto drin sitzt. Und jetzt kommt auch wieder gleich der Part des Freundes, aber jetzt geht der Glitch eigentlich genauso wie früher. Ihr fahrt ans Parkhaus, dann wieder in GTA rein und jetzt schon mal eine Person suchen, die in einem anderen Zielmodus ist als ihr selber und jetzt wieder 40 Sekunden lang warten, Leute. So, Leute, wenn ihr dann eine Person gefunden habt, mit der ihr das machen wollt, wartet ihr auf die erste schwarze Meldung, dann drückt ihr doppelt PSN-Taste und joint der Person nochmal. Wenn dann, wie in meinem Fall, eine zweite Meldung kommt, lehnt ihr diese ab und könnt diese Person dann gleich für das Verglitschen benutzen. Jetzt wartet ihr einfach nur noch ab, dass die 40 Sekunden halt um sind und dann kommt auch wieder der Part des Freundes. So, denn jetzt seht ihr der Part des Freundes, der muss jetzt einfach so gesehen über sein Handy ein Job von Martin Matrazzo oder von Simeon starten
und muss dann einfach, wenn der Job gestartet ist, komplett einfach wieder rausgehen. Das war's schon. Aber jetzt kommt euer Button. Jetzt müsst ihr Doppel-Face-Enter drücken und müsst die Person nehmen, die in einem anderen Zimmer ist als ihr selber, und müsst ihr einmal joinen. Wenn ihr der Person gejoint seid und die schwarze Meldung kommt, Doppel-Face-Enter und nochmal joinen. Wenn ihr dann seht, dass die Zielmodus andere Meldung kommt, ablehnen, Optionstaste drücken, Online, Criminal Enterprise Data Paket, einmal komplett rausgehen und dann einfach halt Selbstmord mit dem Interaktionsmenü. Dann wartet ihr kurz, bis ihr komplett gestorben seid. Und willkommen im Stream Ole Spezial. So, denn wenn ihr jetzt gestorben seid, kommen jetzt auch schon zum Ende des Glitches, denn jetzt müsst ihr euch mit eurem Freund hier hinstellen und müsst in Richtung Weinewutschel gucken, damit so gesehen euer MOC auf dem Parkplatz von dem, ja, Casino spawnt. Das heißt, ihr guckt jetzt einfach in Richtung Weinewutschel und fordert einfach euren MOC an. Wir warten noch kurz, bis er gespawnt ist. So, ja, okay, in meinem Fall ist er jetzt trotzdem da hinten gespawnt. Wenn das so sein sollte, dann fahrt ihr halt euren MOC einmal kurz dahin. Ich mach das jetzt kurz, Leute. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr checkt, wie dieser Glitch geht, denn der andere, muss ich persönlich auch sagen, war echt schwer aufzunehmen. Ich habe mehrere Versuche dafür benötigt. Aber den hier müsst ihr eigentlich ganz easy hinbekommen. Denn ja, er ist weitaus leichter und hat auch nicht so viele Timing-Parts. So, wir fahren noch kurz den MOC dahin, Leute. Was ich noch mal angemerkt haben wollte, falls ihr meine Crew rein wollt, einfach in die Beschreibung gucken, ich habe sie dort verlinkt. Es kommen immer gemoddete Farben, zum Beispiel momentan ist diese gemoddete Farbe hier drauf. Keine Ahnung, was für eine Farbe ist, aber sie gibt es nicht in-game, das weiß ich auf jeden Fall. Und ja, jetzt macht ihr nämlich folgendes. Jetzt muss ich euer Freund nämlich wie bei jedem Glitch, wie bei jedem Giftcard Friends, hinten an den MOC reinstellen. Ihr läuft in den blauen Kreis rein, dann kommt die Meldung für Alleineintreten oder mit Freunden. Ihr drückt auf Alleineintreten. Jetzt kommt ihr in ein Black Loading Screen. Dann drückt ihr Doppel-Face-Enter-Taste und joint irgendeiner Person, die in einem anderen Zielmodus ist als ihr selber. Dann wartet ihr auf die erste schwarze Meldung, dann wieder Doppel-Face-Enter-Taste und nochmal nachjoinen. Wenn da eine 10-Minuten-Änderung-Meldung kommt, ablehnen und sofort in das Auto einsteigen, Leute. Dann müsst ihr auch schon sehen, dass ihr in den MOC spawnt. Und um euch jetzt sicher zu gehen, dass es wirklich abgespeichert ist, einmal kurz auf Stil gehen und einmal kurz den Stil wechseln, dass unten rechts die, ja, goldene Ladeschnecke halt kommt. Wir warten jetzt noch kurz. Und ja, Leute, ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da, haut rein und ciao.